Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr wieder mit mir dabei seid auf der Jagd. Heute ein fieses altes Farmhaus soll's sein, und wir sollen die Anwesenheit des Geistes anhand eines Bewegungssensors feststellen, den Geist mit einem Kruzifix daran hindern, uns heimzusuchen, und der Geist soll einmal durchs Salz wandern, und der Name ist Donald Harris, der Mr. Harris. Der alte Farmer, Mr. Harris. So, jetzt überlege ich gerade, im Farmhaus gibt es, glaube ich, gar nicht so viel Kerzen. Deshalb, wir wollen noch mal gucken, ob wir noch mal ein bisschen mit Kerzen operieren hier. Oder nicht. Ich glaube, im Farmhaus gibt es nicht wirklich Kerzen. Aber wir gucken erstmal. Wir nehmen auf jeden Fall Thermometer mit und schauen mal. Und es kam als Kommentar rein, es kann sein, dass die Kerzen sogar richtig positiven Einfluss auf die geistige Gesundheit haben, also irgendwie nochmal zusätzlich. Weil ansonsten weiß ich gar nicht, wofür sind die Kerzen eigentlich wirklich gut und was macht man eigentlich mit den Kerzen? Außer Licht natürlich jetzt hier, ne? Aber Licht machen wir mal bei Taschenlampe, also warum sind die Kerzen noch extra da? Können wir die hier oben draufstellen? Ist ja cool. Okay, wir müssen uns erstmal umgucken. Ich weiß gar nicht, wenn es im Farmhaus nicht genug Kerzen gibt, können wir das natürlich nicht machen, weil es müssen hier irgendwo auf jeden Fall ein paar Kerzen rumstehen, die wir auch mal so anzünden können. Schleichen wir hier nur im Kerzenschein durch die Gegend. Das geht nicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo Kerzen haben, die wir hier. Ich habe fast gar nicht. Im Farmhaus geht das, glaube ich, nicht, weil im Farmhaus gibt es einfach nicht genug Kerzen, die irgendwo so rumstehen. Irgendwie ist das mit Kerzenlicht auf jeden Fall nochmal ein Zacken fieser, hier rumzulaufen. Sehr schön. So. Aber wie wir sehen. Gibt es hier sonst immer? Oh Gott, wenn wir die jetzt hier lassen, sehen wir mal gar nichts mehr. Gut, komm mal mit, Kerze. Kommst du mal mit? Nee, das geht so nicht. Okay, schade. Im Farmhaus müssen wir schon Taschenlampe benutzen. Da können wir nur den kleinen Forschertäuser mal machen. Da gibt es genug Kerzen im Haus. Oder hier kann so das hier vielleicht ein paar drin stehen. Nee, gar nicht. Kerzen gibt es nicht im Farmhaus. Doch, hier stehen welche. Oh, hier stehen welche. War schon mal gut. Okay, hier haben wir zumindest mal drei Kerzen. Das reicht aber auch nicht fürs Farmhaus. Na gut. Schade, schade. Aber egal, wir können uns ein paar aufstellen. Trotzdem hier. Aber zumindest in dem Bereich immer Licht, auch wenn er uns den. Wenn wir den Generator nicht haben oder wenn der Generator wieder ausfällt. Den müssen wir auf jeden Fall erstmal auch einmal anmachen. So. Bisschen Licht machen die ja. Okay, raus hier. Müssen wir noch die Taschenlampe holen. Schade, im Farmhaus geht's nicht. Okay. Aber das können wir trotzdem öfter machen. Oder wenn wir das nächste Mal, wenn wir ein Ouija-Board finden, dann suchen wir uns auch tatsächlich mal irgendwo einen Raum. Das hatten wir irgendwann ja schon mal vor. Da konnte man die Kerzen noch nicht aufstellen. Und gehen in so einen Raum mit dem Ouija-Board und mit Kerzen. So, nehmen wir jetzt noch ein Fotoapparat mit für die ganzen Puppen. Feuerzeug bleibt erstmal hier. Wir brauchen doch eine Taschenlampe. Okay, auf geht's wieder rein. Vom Geist haben wir noch gar nichts gehört, ne? Der hat nichts gemacht, noch nicht einmal gepoltert, seit wir drin waren, nichts geworfen, noch nicht einmal Schritte gehört, gar nichts. Absolut ruhiger Geist bis jetzt. Einmal. Oh doch, da haben wir das erste Mal was gehört. Zweimal. Müssen wir noch einmal mit dem Thermometer gucken, nicht, dass er hier unten irgendwo ist. Wir haben ja jetzt eben noch einmal nicht richtig geguckt. Auch nicht bis nach hinten durch hier. Knochen müssen wir auch ein bisschen gucken. Oh. Da hat jemand jetzt gerade am Lichtschalter. Hier, da war er gerade am Lichtschalter. Donald, bist du hier am Lichtschalter? Oh nee, er ist hier. Oh, er ist gleich hier. Der ganze Gang rum. Ja. Oh Mann, ein bisschen in die Garage rein. Na, knapp. Hier vorne hört es auf. Die Garage darf er nicht. Das macht es nicht einfach. Und ich habe gedacht, wir haben hier vielleicht einen Generator. Haben wir aber nicht. Schade, schade. Okay, der ist hier überall. In dem ganzen Bereich hier hinten. Aber hier den Generator? Nee. Da ist der Generator bestimmt ganz oben auf dem Dachboden. Okay, wir haben aber sofort Minus gerade. Oh. Jetzt ist er irgendwo. Wo bist du denn?
soll einmal gerade kurz aufgetaucht sein, aber wenn nachdem die Tür rausgeht, wenn die Tür so rausspringt hier im Farmhaus, taucht der Geist nochmal so auf, ne? Okay. Alles klar, Gefriertemperaturen haben wir, einen Beweis haben wir sogar schon. Eigentlich sollten wir die Kamera da irgendwo in der Nähe lassen, ne? Das wäre eigentlich besser. Ich will den Generator vor allem an, das ist stockfinster. Ich will wenigstens in ein, zwei Räumen Licht anmachen können. Wir lassen die Kamera erstmal hier vorne in dem Bereich. Die bisschen habe ich mich jetzt gerade schon erschrocken. Okay. Pustet hier mal die Kerzen aus. Wer das wohl ist? Ich finde es auch so super, dass die Geister jetzt auch mit dem, was wir letztes Mal in der letzten Folge schon gesagt haben, dass er die Tür aufgemacht hat, so ein bisschen bei uns am Wandschrank. Das machen die jetzt wirklich. Auch so, wenn man im Zimmer irgendwo sitzt, kann sein, dass er die Tür aufmacht. Dass man, die dann, man kann die dann aber auch zuhalten, zum Beispiel von innen. Richtig gut. Es kann auch passieren, dass der Geist trotzdem durch die Türen einfach durchkommt. Ne, mit seinem durch die Tür durchglitscht so ein bisschen. Aber man kann auf jeden Fall versuchen, die Türen auch zuzuhalten. Total cool. Ich bin richtig gespannt, was da noch alles kommt. Ich nehme erstmal eine Kamera mit rein. Geisterbuch. Stellen wir die erstmal direkt hier vorne auf. Klack, schon wieder was am Lichtschalter. So, Kamera hier vorne hin. Buch legen wir auch mal hier aus. Hallo? Schreib in das Buch. Raus hier. Es könnte aber ein Poltergeist sein, ne? Irgendwie so vom Gefühl her. Obwohl macht ein Poltergeist Minusgrade, weiß ich gar nicht. Das können wir auf jeden Fall schon mal eintragen. Minusgrade haben wir. So, wir haben Gefriertemperaturen. Sonst noch nichts. Und Nebenmission ist Kruzifix. Was noch? Bewegungssensor hatten wir noch. Noch immer. Gucken wir erstmal unseren Geisteszustand. Wie geht's uns denn so? Tada, tada. 69, das ist doch okay. Bewegungssensor, Kruzifix, ja, alles klar. Nehmen wir erstmal zwei Bewegungssensoren mit rein. Sanity ist noch super. Hängen wir die erstmal auf dem Flur auf. Puh. Der ist aber, der Geist ist doch, ne? Mal gucken, was noch passiert. Wir haben schon mal alle Kerzen hier vorne aus. Hast du schon was reingeschrieben? Nee, okay. Aha. Hey! Hey! Hi, wie geht's? Alles gut? Das ist uncool. Das ist voll uncool. Nee. Ah, das ist echt uncool. Treppe rauf. Da. So. Oh shit. Oh, nicht gut. Das war schon ganz schön nah dran, das Herzklopfen. Der hat unsere Tür schon gerade hier aufgemacht. Oh! Geh weg! Geh so weg! Hau ab, du bist wie. Oh shit, da hab ich mich erschrocken. Vor allem, wir sind auch genau im Geisterraum. Da fängt er an zu jagen, ne? Raus hier aus dem Haus, aber ganz schnell. Ah! Hey, sagt er, dann ist er auch schon unterwegs. Der Donny. Tschüss, Donald. Wir sind mal draußen. Oh, schnell mach die Tür auf, raus hier. Bleibst du da drin? Hey, der war schon fast mit uns in dem Waschraum da oben drinne. Es war alle Türen hinter uns zugemacht. Klack, klack, immer Sichtlinie unterbrechen, weil die Geister rennen ja jetzt immer dahin, den letzten bekannten Ort, an dem sie uns gesehen haben. Ah, sehr schön. Okay, aber er ist zumindest schon mal gleich durch den Bewegungssensor gelaufen, Sanity ist bei 48. Da hat er aber auch sofort losgejagt, ne? Kaum, dass er uns jagen kann, hat er es auch gleich gemacht. Was haben wir denn noch? Einen zweiten Bewegungssensor, den brauchen wir jetzt nicht mehr, kannst du hier bleiben. Tschüss. Oh Mann, alles klar. Ah. Ja, ich wollte nicht hier unten reinlaufen, weil dieser Raum hier unten ist echt gefährlich. Da sollte man nie reingehen, das ist kein guter Raum. Hier unten. Der ist schlecht. Hallo. Deswegen, da verstecke ich mich. Da bin ich schon ganz oft gestorben.
Weil der Geist da immer reinkommt irgendwie. Er geht immer da in den Raum und guckt immer da nach. Und hat man immer Pech gehabt. Noch nicht einmal durch die Kamera geguckt, ne? Er ist auf jeden Fall nicht hier vorne mit uns gestartet, ne? Weil hier waren wir, als die Jagd losging, standen wir gerade hier. Und der kam irgendwo von da. Also er ist nicht hier mit uns. Hier hat er nicht gestartet. Also schmeißen wir die mal hier hin. Gucken wir mal, was passiert. Ich habe noch nicht durch die Kamera geguckt. Wieder raus hier. Also wenn dieses Hey ist echt einer der fiesesten Effekte, die es so gibt. Da schrecke ich mich immer richtig gut. Das sorgt schön für Gänsehaut. Ah, sehr schön. Okay. Gucken wir einmal unsere Kamera. Vielleicht haben wir ja auch Geisterorbs. Dann haben wir zumindest schon mal einen zweiten Beweis. Sehe nix. Aber wir haben ja auch den ganzen Gang hinten um die Ecke. Wir müssen auf jeden Fall eine zweite Kamera aufstellen. Ich will das Salz verstreuen, dass wir nebenbei auch immer die Nebenziele erfüllen. Sanity bloß im Auge behalten. 86, die ist jetzt wieder super. Alles klar, auf geht's nochmal rein. Zweite Kamera nach hinten in den Gang. Zur Sicherheit. Dann sollten wir auf jeden Fall auch die Fingerabdrucklampe mit reinnehmen und die Geisterbox für ein letztes Gespräch oder das EMF. Wir haben noch einiges zu überprüfen. Hallo, Donald. Wir sind's nochmal. Schön ruhig bleiben. Das Buch benutzt er auf jeden Fall schon mal nicht. Ist nicht so sein. Sondern machen wir diesen Gang hier noch. Passt. Was habe ich noch mitgenommen? Ach, Salz, ne? Zeig mal her, wo du so rumläufst. Das Buch scheint ihm hier auch nicht zu gefallen. Wieder Lichtschalter. Schreib in das Buch. Ah, der macht viel mit den Türen. Wir sollten Fingerabdrücke suchen. Ich könnte wirklich ein Poltergeist sein. Ah, herrlich, die spielt so gut. Und es wird noch so gut werden. Ich freue mich noch auf die neuen großen Karten, die noch irgendwann kommen werden. Der Apartmentkomplex. Gucken, wie viele Wohnungen das dann sind und wie groß so ein Apartmentkomplex ist. Das wird bestimmt richtig gut. Und so ein alte abgelegene, so ein altes abgelegenes, richtig großes, so eine richtig große Villa, so eine Mansion halt, steht da als Beschreibung. Auf schon ein großes Anwesen wird das sein. Auch richtig cool. Okay, wir nehmen Fingerabdrucklampe mit rein. Wir gucken nochmal auf unserer zweiten Kamera nach Orbs in den Gang hier rein. Ist ja gerade wieder durch den Bewegungssensor. Da ist ein Orb. Ha! Okay, wir haben Orb. Und Gefriertemperaturen. Juraj Mare Phantom. Ich glaube, wir finden Fingerabdrücke und haben dann ein Phantom irgendwie. Das können wir noch mit reinnehmen. EMF. Oder wir erstmal versuchen wir ein letztes Gespräch. Sanity. Wie ist die? Immer noch über 80? Über 70. Okay, passt. Wir gehen wieder rein. Jetzt haben wir auch schon ein Nebenziel. Er ist auch durch Salz gelaufen. Wenn er jetzt noch einmal uns jagt und wir das Kruzifix richtig gelegt haben, dann haben wir alle Nebenziele. Und ich glaube, wir finden jetzt Fingerabdrücke. Er hat die Türen viel bewegt. Er hat die Lichtschalter. Hier hat man immer Klickern hören. Mal gucken. Aber wenn dann eher natürlich in dem Bereich. Oder auch nicht. Okay, keine Fingerabdrücke. Lichtschalter auch nicht. Fenster nicht. Da sind seine Schritte wieder. Oh ja, hier Fußabdrücke. Kein Gespenst. Die kann man aber nicht fotografieren. Er hat nicht reingeschrieben, aber hier steppt er rum. Da sind auch die Geisterorbs aufgetaucht. Okay, keine Fingerabdrücke. Dann redet er vielleicht mit uns. Licht an. Wie alt bist du? Child, alles klar. Wunderbar. Wissen wir Bescheid. Wiedersehen. Okay, dritter Beweis. Geister. Box. Und dann haben wir doch einen Albtraum. Ist auch ein Albtraum. Mara, wir haben ihn aber nicht einmal gesehen bis jetzt. Ist doch gut. Jetzt müssen wir ihn auch gar nicht mehr sehen. Wir müssen nur einmal provozieren. Halt, hatte ich nicht hier drin die Kamera hingeschmissen? In der Küche, ne? Brauchen wir gar nicht mehr raus. Können wir gleich hier bleiben. Komm mal her. So, wir versuchen es aber trotzdem.
Kannst du dich zeigen? Zeig dich. Wir sind ja vor allem provozieren, bis er uns jagt eigentlich, ne? Kannst du dich zeigen? Foto wäre aber auch in Ordnung. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Ja, Steppi, Steppi. Klopf, klopf. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Zeig dich. Gib uns ein Zeichen. Donald Harris, wo bist du? Donald Harris. Zeige dich. Wo bist du? Hey, sagt er gleich wieder. Hey, ich bin hier. In der Küche. Mach mir gerade ein Erdnussbutter-Sandwich. Willst du auch eins? Oh, warte. Da ist er. Ha! Okay, wir haben ihn zumindest einmal erwischt. Und er ist wieder von da losgelaufen. Also liegt das Kreuz da eigentlich schon ganz gut, ne? Mal gucken. Müssen wir ihn nur noch einmal dazu bringen, dass er uns jagt. Donald Harris, zeige dich, jag uns. Starte eine Jagd. Ja, es geht, aber wir haben ihn nicht aufgehalten. Das ist eine Sauerei. Raus hier. Nee, raus hier geht ja nicht. Rauf hier. Der Raum ist nicht gut, wir gehen noch weiter weg. Er klappert rund mit den Türen. Er ist gar nicht hier oben. Geh weg. Lass die Tür zu. Da wird die Tür aufgemacht. Nee, Tür ist noch zu. Okay, er ist auch weg. Alles klar. Hat aber nicht geklappt. Er ist irgendwo anders gestartet für die Jagd. Wir müssen uns auch beeilen, dass er uns wieder jagt, bevor wir überhaupt aus dem Haus rauskommen. Moment, aber wir müssen. Ah, wir könnten eigentlich nebenbei noch mal ganz kurz nach dem Knochen gucken. Wenn er uns gleich wieder handelt, startet er ja auch die Jagd wieder unten. Haben wir ja ein Momentchen Zeit, uns zu verstecken. Ja, da gehen die Türen. Wo ist der Knochen? Wir werden eh gleich wieder gejagt, bevor wir hier rauskommen. Wir haben auch die dritte Voodoo-Puppe nicht fotografiert, ne? Gab es noch eine dritte hier oben, ne? Moment, Moment, Moment. Genau hier, wo wir schon waren gerade. Oder? Oder war das nicht in dem Haus hier? Weiß ich nicht mehr. Jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Dass das andere Farmhaus war mit drei Voodoo-Puppen. Jetzt habe ich auf jeden Fall lange genug gewartet. Ne, hier ist die dritte. Alles klar. Zack. Foto und raus hier. Wenn wir es jetzt noch schaffen. Wenn wir es jetzt noch zur Tür schaffen. Auf. Raus. Ho. Ha, ich sage, das war knapp, bevor er uns jetzt gleich wieder gejagt hätte. Okay, alles klar. Aber es hat, glaube ich, mit dem Kruzifix, das hat nicht geklappt. Oder haben wir ihn vorher vielleicht schon mal. Nee, ich sehe es noch, es hat noch nicht geklappt. Er ist noch irgendwo anders losgelaufen. Das hintere Kruzifix liegt vielleicht noch nicht ganz richtig. Aber ich will es nicht nochmal riskieren, ganz ehrlich gesagt. Ich bin, das reicht jetzt für heute. Für diese Geisterjagd. Eins hier nicht geschafft, aber damit kann ich leben. Geisterbox Mare, alles haben wir. Mach's gut, Donald. Wir fahren. Ne? Weil die Nerven, das reicht jetzt. Ne? Oh. Ah, herrlich. Okay, wir haben es aber geschafft, die Wände nicht davon zu kommen und den Geistertyp zu identifizieren. Immerhin 160 Dollar noch verdient. 170 Erfahrungspunkte, das ist doch noch in Ordnung.
Okay, ihr Lieben, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geister gefallen hat, wie immer sage ich euch vielen Dank erstmal und über einen riesig freue ich mich über einen Kommentar darauf. Ich bin riesig freut. Und wenn ihr in Zukunft gerne mehr Let's Plays und mehr Prinzip wollt, dann lasst doch ein Abo, da habe ich mich natürlich am allermeisten drüber freuen. Sonst kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.